Moin zusammen und herzlich willkommen zurück bei Oxygen Not Included. Ja, wir sind eben noch dabei. Hier, ich muss... Okay, wir haben schon wieder Nacht. Hier haben wir das Wasserbassin. Hier möchte ich unten noch so ein bisschen ausbauen. Das muss ich noch abreißen auf alle Fälle. Und dann möchte ich das Wasser umleiten, damit das hier unten hin fließt. Das war jetzt erstmal so mein erster Gedanke. Eigentlich müssten die hier mal ein bisschen graben. Ich glaube, das machen wir als nächste Priorität. Weil wir brauchen das Material. Wir brauchen das Material, um den Rest der Basis bauen zu können. Das ist doch schon recht mau, finde ich. Hier haben sie schon angefangen, doch diese Plattform zu setzen. Aber wir brauchen den Kram halt einfach. Und den Computer brauchen wir auch, damit wir forschen können. Das können wir uns dann auch gleich nochmal angucken. Achso. Hier oben wollte ich noch bauen. Was zur Stressreduktion. Wo war denn das jetzt noch? War das unter Mobiliar, Station? Was haben wir eigentlich da? Achso, okay. Da können wir uns mal den Massagetisch mal gönnen. Erstmal zwei Stück, das sollte erstmal reichen. So, jetzt haben wir hier nämlich auch die Forschungsstation freigeschaltet. Keine Forschung ausgewählt, da gucken wir natürlich mal rein. Und ihr seht hier, in der klassischen Art und Weise haben wir die verschiedenen Forschungsbäume. Gaspiping, also wie wir halt Gas verteilen können. Wir können hier Landwirtschaft machen, das werden wir auch als erstes mal markieren. Dann haben wir hier Liquid Piping, also hier einmal Gasrohre und hier einmal Wasserrohre zum Beispiel, beziehungsweise Flüssigkeitsrohre. Und dann haben wir die Power, beziehungsweise die Energieregulation. Also da können wir neue Batterien bauen, etc. pp. Und Innenausstattung, das ist auch nochmal sehr wichtig. Mit dieser Innenausstattung können wir nämlich nachher auch Stress reduzieren. Sehr, sehr wichtig, steht ja auch hier. Gibt einem Duplikanten einen Ort zum Essen und reduziert den Stress. Duplikanten werden automatisch an dem ihnen zugewiesenen Tisch essen, wenn sie hungrig sind. Das müssen wir auch auf jeden Fall, das dürfen wir nicht unterschätzen. Das habe ich in der letzten Zeit, beziehungsweise was heißt in der letzten Zeit, aber in den letzten Spielen immer sehr gerne vernachlässigt. Ist aber, oh, das war natürlich gerade richtig doof. So, Forschung, das haben wir. Muss ich das? Landwirtschaft. Achso, okay, der hat nur erstmal Material und sie fängt jetzt an zu forschen. Ja, alles klar. Gut, sie fängt jetzt an zu forschen. Hier geht es auch nur wenig weiter. Ja gut, unser Zyklus ist fast durch. Das heißt, wir kriegen die nächsten unzureichende Sauerstoffproduktion. Das ist natürlich auch nicht schön. Da müssen wir natürlich erstmal forschen. Wir können hier noch so eine Art Anti-Stress. Anti-Stress-Etage sozusagen. Können wir hier noch mit einsetzen. Priorität. Machen wir mal 7. So. So. Weil wir brauchen mehr Material, deswegen müssen die doch unbedingt dran. Wir müssen die Etagen fertig kriegen. So. Unzureichend Sauerstoff. Deine Kolonie hat heute 152 Kilo Sauerstoff produziert. Deine Duplikanten haben heute 158,8 Sauerstoff produziert, verbraucht. Das heißt, wir haben dann ein kleines Minus. Aber das werden unsere Algenanlagen bald reduzieren können, hoffe ich. Narkoleptisch graben, basteln, lernen. Athletik bauen, graben, basteln, Gesundheit lernen. Schnarcher. Nudelarms, was ist das denn? Stärke minus 3. Stärke minus 3. Ich würde sagen, wir nehmen Bird.
So, sehr schön. Ach, wir brauchen Strom. Seit wann brauchen wir Strom für die Dinger? Wusste ich gar nicht. Okay, dann machen wir da mal Strom rein. Zack. So. Na, Strom geht dann noch schon saftig nach unten. Müssen wir also auf jeden Fall hier noch ein bisschen mehr machen. Verschmutztes Eis, flüssig, verflüssigbar. Niedrige Konzentration, also hier haben wir nicht so wirklich viel Sauerstoff. Da müssen wir auch nochmal sehen, dass wir da gleich ein bisschen gegensteuern. Das können wir aber auch tun. Er pennt lieber da vorne, okay. Hier müssen wir auch weiter ausbauen. Können wir gleich mal für den nächsten Tag nochmal festsetzen. Ups. Ah, scheiße. So, so, so. Können wir weiter ausbauen. Können wir weiter ausbauen, graben. Oh, hier ist auch noch Wasser, da müssen wir aufpassen. So, Strom. Ja. Forschung ausgewählt. Ah, okay, das heißt, wir haben hier was erforscht. Das ist schön. Wir werden aber vorher erstmal... Wir machen mal gleich Innenausstattung. Das werden wir gleich mal als nächstes erforschen. Und hier wird uns auch gleich angezeigt, wo wir noch nachsetzen können. Wir brauchen Kompost. Den können wir uns eigentlich gleich mal hier oben hinstellen. Gleich zweimal. Die brauchen wir nämlich für hier, für die WCs. Ne? Die werden dann entleert und daraus wird der Kompost gemacht. Daraus können wir nachher Dünger machen, Fertilizer sozusagen. Und das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Warte mal, wir könnten uns hier nochmal ein Lager hinbauen. Vielleicht hier hin. So. Cancel Sweeping. Aber ich verstehe nicht, warum man das nicht abholt. Dies verstehe ich nicht. Okay, gut. Dann können wir eigentlich auch schon mal hier gucken, dass wir hier das weiter ausbauen. Was können wir ja so machen? Weiß gar nicht. Macht er das? Dann können wir das nämlich... wegmachen. So. 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 Und dann möchte ich das ganz gerne entwurzelt haben. Ernten. Ja, das wird wahrscheinlich nach unten fallen. Oder doch nicht. Gut. Dann müssen wir das sweepen. Dann machen wir das so. So, da müssen wir mal nach ganz unten. Auch das müssen wir mal sweepen hier. Das ist nämlich auch Material, ihr seht das, das wird nämlich schon leicht gelblich. Das heißt, da verödet das im Wasser und verschmutzt das Wasser. Und das ist ein bisschen kacke. Wir können mal hier die Jobs... Können wir uns mal angucken. Können wir das hier irgendwie vergrößern oder sowas? Nee, können wir nicht. So, Combat. Wie
viel hat er denn hier? Plus 1, Graben. Mal kurz gucken. Mob ernten, Sweep bauen, liefern Graben. Graben ist hier hinten. Kann gar nicht graben. Gut. Kunst brauchen wir eigentlich auch nur ein für. Kompost reicht. Na ja, gut. Hat natürlich Basteln 5. Basteln 7. Nehmen wir ihn das mal weg. Kochen brauchen wir eigentlich auch nur ein. Massage. Alle sollen massiert werden, wenn ich das richtig sehe. Erforschung brauchen wir auch nur weniger. Brauchen wir auch weniger. Hydrofan machen wir die auch mal weg. Power. Den nehmen wir raus. Repair. Die beiden raus. Ernten. Die beiden raus. So, machen wir das erstmal so. Das dürfte schon eine ganze Menge bringen. Was haben wir hier eigentlich? Ach, Kantinentisch haben wir, Massagetisch, Feldbett. Achso, das sind diese Mobiliargeschichten. Die Stress reduzieren, das ist gut. Dann haben wir hier noch gleich die Forschung. Da machen wir mal weiter Richtung Fine Dining. Mache ich erstmal weiter. Wir können natürlich auch Gas Piping und Liquid Piping, das machen wir dann als nächstes. So. Ihr sollt das eigentlich abholen, das Material hier. Hier ist auch nochmal viel Wasser. Das können wir alles schön umleiten. Also ich möchte hier ein komplettes, großes, blaues Areal sehen. Achso, wir brauchen natürlich auf jeden Fall auch noch ein paar Betten. Kein Wunder, dass er Rückenschmerzen kriegt. Ich weiß auch nicht, warum denn jetzt von den Prioritäten nicht hier vorne weitermacht. Eigentlich sollen wir hier schön weitermachen. So. Algen. Können wir Algen machen? Können wir garantiert. Ja, hier haben wir das. Algen-Terrarium. Das ist eine Geschichte, die wir wirklich brauchen. Könnte man hier setzen. Könnte man da setzen. Da kriegen wir mir schön Frischluft ran. Komisch, dass es hier drüben so viel ausreichende Konzentration, okay. Ja gut, wir können ja erstmal ein bisschen hier was hinsetzen. Das müsste so gehen. Hier haben wir ein bisschen Mischkram. Das ist mal schön weiter. Oh, Herz allerliebst. So. Ein Massagegerät haben wir schon. Das müssen wir auch mal so langsam leeren hier. Deaktivieren, abreißen, disable. Deaktivieren. Ja, das müssen wir doch irgendwo auch leeren können, oder? Abreißen. Warum können wir das nicht leeren? Toilettenhäuschen? Kulturblock. Leere Wand. Geschmackvolle Kunst. Ah nee, geschmackvolle Kunst. Also schon geschmackvolle Gedenkstätte, wenn uns tatsächlich mal einer krepiert. Das wäre auch nicht schlecht. Dekoration. Hat man mir gesagt, oder habe ich mal gelesen, dass das sehr schön sein soll für hier, also zur Stressreduktion. Kann man schön übers Bett hängen. Hier können wir eigentlich auch mal Bilder hinsetzen, weil hier sind die alle gestresst. Niedrige Dekorationswerte. Naja, da wo ein WC ist, würde ich das sowieso fragwürdig halten. Skulpturblock.
Können wir auch machen. Machen wir mal einen Skulpturblock, den wir nicht setzen können. Warum nicht? Können wir den nicht setzen? Achso, weil er kein Boden ist. Ja, das ist Blödsinn. Das ist natürlich Blödsinn. Ja, die Jungs haben gut zu tun und die Mädels. Wir haben hier auf der rechten Seite auch nochmal alles stehen, was wir Material haben. Kupfererz haben wir gar nicht mehr so viel. Rohmineralien. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Sand, ja gut. Flüssigkeit. Verbrauchtes Erz. Verbrauchbares Erz. Oxylite. Organisches. Algen. Verschmutzte Erde 0. Das kann aber eigentlich nicht sein. Ja, die Jungs haben gut zu tun. Also, ja. Ein bisschen sehr viel zu tun. Beweglichkeit der unzureichende Sauerstoffproduktion. Ja, das hätten wir eigentlich auch nicht, wenn sie jetzt mal hier diese Algenterrarien mal bauen würden. Weil die filtern nämlich dann auch wieder schlechte Luft und geben dann auch wieder gute Luft ab. Aber dafür haben wir natürlich noch zu wenig Leute. Ich glaube, ich werde den. Ja, ich gehe mal auf richtig Speed. Dann haben wir vielleicht Glück. Warte mal, ich will mal hier kurz abbrechen. Ich überlege gerade, wie man jetzt das Wasser da oben rauskriegen könnte. Wir müssen uns einmal hier rüber buddeln, auf jeden Fall. Eigentlich würde es sogar Sinn machen, wenn wir da das Wasser ablassen. Hier können wir. Ups. Gehen wir mal darüber. Aber dann würde das Wasser da reinfließen. Warte mal. Wir buddeln uns mal bis hier. Das priorisieren wir auch mal. Zack. Warum geht das nicht? Achso, weil ich das nicht markiert habe, ich Trottel. So. Und dann bauen wir uns hier nach unten, würde ich doch mal sagen. Hier so innen drin. Vielleicht sogar einfach, das müsste reichen. Wenn hier das Wasser rausfließt, dann fließt es hier rein, zack, hier unten hin. Dann haben wir das Wasser hier unten drin, aber es ist natürlich eine ganze Menge Wasser, müssen wir aufpassen. So, graben. Da müssen wir schon ein bisschen Platz machen. Und sweepen müssen wir. Können wir das priorisieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Oh, wir haben einen neuen. Vielleicht. Wir müssen sie ja nicht annehmen. Kreativität plus 6. Mundatmer als sein fairer Anteil. Okay. Luftverbrauch plus 100. Graben basteln. Research. Kann ich graben. Taucherlunge. Nehmen wir. Wir nehmen Nikola. Ach, guck mal, die malen ja noch was Schönes. Guck mal. Die Kreativen hier malen noch ein paar Bilder. Das finde ich ja witzig. Und vor allem gleich hier eine schöne kleine Mona Lisa gebaut. Meisterwerk. Siehst du, sofort gleich Meisterwerk hergestellt. So will ich das sehen. Ach, guck mal, jetzt bauen sich hier diese Algenterrarien. Das dauert halt alles so seine Zeit, ne? Die müssen natürlich alle ihre Arbeit machen. Das dauert alles ein bisschen. Aber das wird schon.
Die sollen nachher letztendlich filtern. Wir können mal hier in den O2 gehen. Da sehen wir, dass das hier oben recht gut aussieht, außer hier. Also da müssen wir mal gucken, dass wir da auch vielleicht mal die eine oder andere Alge setzen. Ansonsten sieht das gar nicht verkehrt aus. Hier oben müssen wir gucken. Aber dafür ist eigentlich auch diese Alge hier zuständig. Achso, ein Bett müssen wir natürlich auch. Wir müssen noch so viel. Wir müssen noch so viel machen. 73.000 Kalorien haben wir als Essen. Das ist schon nicht verkehrt, aber noch 20% erhöhten Stress. Das ist natürlich nicht so schön. Da müssen wir also nochmal bei. Ich würde aber das ganz gerne hier oben erstmal gebacken kriegen, dass wir hier das Wasser haben. Plumpes Gemälde, primitiv. Naja, gut. Man hat es versucht, das war wahrscheinlich eher hier, ne? Schmutzige Hände. Wir müssen auch hier noch unbedingt Boden einziehen, damit wir hier auch neue Betten reinkriegen. Sollten wir auch gleich mal schon... nur wieder. Sollten wir auch da schon mal reinsetzen. Geht das? Ne, das geht natürlich nur nicht, weil wir hier keinen Boden drin haben. Eigentlich buddeln. Hier sollen sie eigentlich buddeln. Das werden sie wahrscheinlich nicht tun. Aber wir machen den nochmal auf. Wir machen stattdessen hier noch eine Leiter hin. So machen wir das. Zack. Und hier unten ist nämlich schon ganz viel Kohlenstoffdioxid. Mal so langsam filtern. Was haben wir hier? Essen. Pflanzenkiste. Pflanzenkiste beherbergt eine einzelne Pflanze, die in regelmäßigen Abständen Nahrung oder Medizin produziert. Das ist auch nicht schlecht. Das sollten wir auch mal rangehen. So, das könnten wir... Wo könnten wir das denn mal machen? Wir könnten hier vorne vielleicht mal... Hier brauchen wir Wasser. Mist. Da haben wir Wasser. Das ist nicht gut. Oder in Anführungszeichen nur gut. 1, 2, 3, 4. Das war ja glorreich. So. So, Ziegel. Dann machen wir hier nämlich gleich noch ein Ziegel hin. Hier haben wir Wasser. Ich weiß nicht, wie wir damit umgehen. Das hatte ich persönlich auch noch nicht. Da müssen wir aufpassen. 1, 2, 3, 4. Zack, dann bauen wir hier noch ein bisschen ab. Ach, das war eigentlich viel zu weit. Das wollte ich nicht. Abriss. Zack. So, und was kriegen wir hier raus? Fertilizer und Erde, ne? Erde und verschmutzte Erde, meine ich. Versam organisch. Verschmutzte Erde kommt mal rein. Und Fertilizer können wir hier auch nochmal sammeln. Filtermaterial, Landwirtschaft, Dünger. Weil Dünger kriegen wir nämlich wiederum hier raus aus dem Kompost. So. Aber warum können wir das denn nicht leeren? Abreißen. Deaktivieren, weil das keiner macht, oder wie? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Nahrung verfault, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
So. So, sehr schön. Dann können wir eigentlich hier schon das Wasser ablassen. So. Dann müsste hier das Wasser eigentlich da unten hinfließen. Und da soll es ja auch hin. Präzisieren. Ups. Ach, Rechner stört schon wieder. So. Ah. So, jetzt fließt nämlich das Wasser da runter. Genau das soll nämlich auch passieren. Sehr schön. Das funktioniert also. Wir lassen das Wasser schön ab von da oben. Kalorien. Da können wir eigentlich mal ein bisschen zurückfahren. ...36% gestresst. Ah, das ist natürlich ein plumpes Gemälde. Können wir damit irgendwas machen? Können wir das redekorieren oder sowas? So, angreifen. So, Viech ist auch tot. Wir müssen noch mal sehen, dass wir hier dieses Kohlenstoffdioxid, dass wir das mal wegkriegen. Das ist echt nicht gut. Müssten... Bauen wir hier mal ein paar Elemente. Das können wir nachher auch abreißen. Das müssen wir irgendwie wegkriegen. Oh, mal gucken, ob das so funktioniert. Wir müssen auch unbedingt noch was tun für die... Ach, warte mal, wir haben noch eine Forschung. Halt, wir haben Forschung. Achso, okay. Forschung, so weit sind wir noch gar nicht. Okay, machen wir Gaspiping. Gaspiping werden wir mal als nächstes mal erforschen. Und wir bauen auch gleich noch daneben zur Forschung auch noch den Computer. Den Supercomputer. Zack, den bauen wir hier hin. Der kriegt natürlich Strom. So. Bisschen forschen. Oh! Einen weiteren Duplikanten. Wen nehmen wir denn diesmal? Athletik, Graben, Kreativität. Mein Gott. Basteln, Kochen, Lernen. Athletik, Graben, Kochen. Auch nicht verkehrt. Kochen wäre nicht verkehrt. Athletik ist auch gut. Flatulenzen ist wiederum nicht so schön. Kann nicht graben. Basteln, Kochen, Lernen. Ah, minus 2 Stärke. Nicht effektiv im Kampf. Trägt Gewicht. Ach, trägt weniger Gewicht. Innenausstatter. Athletik, Kreativität. Nehmen wir den mal. Nehmen wir mal Turner.
ne? Das bauen wir mal ab, das sieht ja scheiße aus. So, dann machen wir da lieber neue hin. Dekor, Bild, zack, zack. Können wir hier nochmal so einen schönen Götzen hinstellen hier. Wollte ich eigentlich ganz gerne einen Kühlschrank oder sowas hinsetzen. Ich weiß nicht, aber das können wir wahrscheinlich noch nicht machen. Er sieht nicht danach aus. Steigert den Dekorationswert und reduziert Stress durch Bereitstellung von Licht. Okay, das können wir natürlich auch mal machen. Da. Und da. Können wir natürlich schön machen. Hier machen wir auch ein bisschen Lichter hin, so. Daran soll es ja nicht scheitern. So, da oben brauchen wir auch nochmal Licht. Wir müssen noch mehr Strom produzieren, das auf jeden Fall. Also brauchen wir auf jeden Fall noch Hamsterräder. Ah, die Akkus. Setzen wir noch 3 Akkus dazu? Machen wir mal am besten. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Ja, da müssen wir da echt mal bei. Wir haben jetzt ja den Algendeoxidierer, Deoxidizer, und da sollten wir auch nochmal, ich würde das ganz gerne hier auch noch alles einsammeln, alles was hier ist. So, das können wir auch nochmal wegbauen. Leiter, zack. So, das Wasser ist abgeschöpft. Das ist alles da unten. So war es ja geplant. Das ist schön. Das ist gut. Längst haben wir natürlich auch noch das ganze Kohlenstoffdioxid hier unten. Das ist natürlich nicht so prall. Das müssen wir irgendwie weggefiltert kriegen. Grenz einen Raum ab, ohne Gas oder Flüssigkeiten abzuhalten. Ohne Gas. Okay. Das finde ich aber auch nicht so schön. Gasdurchlässige Ziegel. Wird als Wand- und Bodenziegel genutzt, um Räume zu bauen. Lässt keine Flüssigkeiten, aber dafür Gas durch. Ja, okay. Macht aber hier im Endeffekt keinen Sinn. Wir möchten ja kein Gas durchlassen. Zumindest nicht nach oben. So, wir sollten auf alle Fälle... Machen wir das hier oben? Das könnten wir tun. Wir müssen ja auch mal ein paar Beete mal endlich anlegen. So. Oh, alle Ratz und weg. Achso, wir haben da ja. Wir können ja schon wieder Betten hinstellen. So, ein Bett, ein zweites Bett, drittes Bett geht nicht. Ah, hier ist schon wieder so ein komisches Gemälde hier. Bett, Bett, Licht, kommt hier hin, Strom, kommt auch dahin, so. Okay.
Huch, alle futsch. Ja, fix dabei, die Kameraden hier. Wir müssen noch mal... Ja gut, das Lager wird so langsam knapp. Au, wir müssen noch forschen, aber wir müssen so vieles. So, Gaspiping haben wir, Liquid Piping auf jeden Fall. Und dann können wir gleich mal einen Supercomputer nehmen. Der kann uns nämlich gleich hier oben ein bisschen was erforschen. Und zwar machen wir... was haben wir denn hier Schönes? Noch verbesserte Nahrung, verbessertes... Verbraucht verschmutztes Wasser, um Dünger herzustellen. Das ist auch nicht verkehrt. Beherbergt eine einzelne Pflanze, um einen Samen gepflanzt... Achso, warte mal, das können wir eigentlich mal machen. So. Dann kann hier ein bisschen rumgeforscht werden. Und wir müssen unbedingt auch noch das ganze Material... Guck mal, was wir hier noch alles am Material liegen haben. Das müssen wir auch noch alles einlagern. Aber hier... Originell. Mittelmäßige Skulptur. Mittelmäßig allein. Hier allein dieses komische Kunstwerk, das reißt. Der malt da bloß die Bilder, das gibt's aber nicht. Gut. Yay. Okay, sehr gut. Huch. Was war das denn jetzt gerade? Achso, okay. Wundert mich schon. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir an dieser Stelle wieder einen kleinen Cut. Wieder mit einer wahnsinnigen Überlänge von 37 Minuten. Das ist ja der Wahnsinn, ja. Man vergisst sehr schnell bei diesem Spiel die Zeit. Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, fürs Durchhalten. Und vielleicht sehen wir bald mehr von Oxygen Not Included. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank und tschüss.